Ihr wollt euch auch geruten zu finden in Vizhnitz. In Vizhnitz sind noch du Jiden? Nein. Nicht immer die Jiden. Vizhnitz ist sehr interessant. Interessant. In dem Sinne ist es interessant. In Vizhnitz, wenn ich bin geboren geworden, als Vater Milchomersteiger, schon als Vater der erste Milchomer, der zweite Milchomer, ja. Ist er. Bis in die Sowjeten. Sind in Vizhnitz gewesen 6.800 Einwohner, ein Kleinstöchel. Und von sie sind gewesen 6.300 Jiden. 92% Jiden sind gewesen in Vizhnitz. Eines gewesen Jidenstuhl. Wie weit ist Vizhnitz von Donau? 70 Kilometer, mit einem Auto auf kurzer Schulzeit. Das ist der berühmte Vizhnitzer Hasidim gewesen, das Vizhnitzer Häufes, du von den Vizhnitzer Erben, das hat alte Dynastie von Rabbunen, sie sind in Heinten in Israel und in Amerika vertreten, haben sich sehr Hasidim. Das ist der Hasidisch-Tätel. In Vizhnitz sind schon die Jiddisch verraten. In den anderen Städten, so zu segnen, dort in Jiden sind schon Sachen mit Pfarrer. Zwei Mischpuppe, drei Mischpuppe, 15 Jiden, 20 Jiden. Zwei, drei Mischpuppe, so sind du einer, was redet gibt Jiddisch, ist der größte Reizer von uns. Nur euch soll reden Jiddisch, ist, ich weiß nicht. An der Tierlef Jiddisch, von Amul, was gerechnet. Nein. In Czernowitz kämen noch ein bisschen auf Czernowitz. In der Säuselin versteht sich die Leute der letzte Volkszählung, wo sie es gewesen sind, mit der Burkadusch und Zürich, sind in Czernowitz geblieben 1300 Jiden. Ja, na das ist nicht damals. Sie tun mehr. Ja, sie darf sein, 2000, über 2000 Jiden darf sein in Czernowitz. Sie haben genommen, weißt du es, Leute der Sprache. Mhm. Nationalität hat man nicht gefragt. Na, da wusste er, was für eine Sprache er hat. Nur der größte Teil hat Russisch, Ukraine.